Mitten zwischen Touristen in der Altstadt von Palma de Mallorca erscheinen auf einmal die vier berühmtesten Frauen des Landes: Letizia, Altkönigin Sophia und die beiden Prinzessinnen, Leonor und Sophia. Wie eine ganz normale Familie schlendern die vier durch die Gassen der Altstadt, vorbei an Märkten und Cafés. Auch outfittechnisch passen die royalen Damen perfekt in die Szenerie. In ihren spanischen Looks könnten sie ebenso gut Werbung für ein Modemagazin machen. Was bei den Aufnahmen außerdem auffällt, wie nahe sich die vier Frauen stehen. Insbesondere die Bindung zwischen Altkönigin Sophia und ihren Enkelinnen scheint sehr innig zu sein. Man sieht Infantin Sophia, wie sie sich bei ihrer Oma einhakt. Andere Bilder zeigen, wie die Oma eingehakt am Arm von Thronfolgerin Leonor läuft. Den normalen Touristenrundgang beenden die vier dann ebenso normal wie jede andere Familie, denn das Quartett wird nicht etwa von einem Chauffeur abgeholt, sie steigen allesamt in ihren SUV, den Thronfolgerin Leonor höchstpersönlich fährt.